Cash Harrible setting the pace right from the start. Free Dancer also up the front. Cash Harrible piloting the field. Free Dancer in second, trying not to be outstripped by Dream Dimple. And again, the back marker is destined. Tony's Dream. Pounding down the course, it's Dream Dimple. Tricky Dazzler in second. 2 lengths behind, it's Destiny's Dream. Then, Ocean's Wind. Dream Dimple in first spot. Neck and neck with Tricky Dazzler. Ocean's Wind is coming with a huge run. Free Dancer gaining momentum and flying through. Tricky Dazzler striking the front. Next, it's Destiny's Dream. Dream Dimple in second position. Finishing on a high note. That's what the paper said of your grandfather's final victory. And it was well deserved. But I was there. I knew the reason he did it was for the thrill, the sport, and especially family. Your father was already comfortable in his own saddle and making a name for himself. But when your proud grandfather strolled on the stage, leaving him alone in the sun, oh, he took off like an untamed wind. But then, of course, you know how hard it was on the family. But your grandfather took it the hardest. For all his achievements, in the end, he considered himself a failure. I still believe in your family's legacy, despite everything. If you could, if you would be persuaded, please come back. I believe together we can return this homestead to the height of its glory days. Yours faithfully, Francis Kwan. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir Rival Stars. Ich wollte das Spiel eigentlich erst anzocken am Dienstag, aber es haben jetzt schon einige Leute geschrieben, Sandy, zockst du das Spiel nicht? Warum spielst du nicht Rival Stars? Leute, ich habe das Spiel schon ein bisschen länger gesehen gehabt. Auf das Spiel aufmerksam gemacht hat mich meine Freundin Sonja, die spielt es schon, seitdem es auf iOS rausgekommen ist. Vor, ich glaube, einer Woche oder zwei ist es rausgekommen auf iOS. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Willkommen zurück. Yay, dankeschön. Jetzt können wir uns erstmal aussuchen, wer wir sein wollen. Jetzt sehen wir aus wie die bunten Hunde, aber vollkommen egal. Wir nennen uns natürlich Sandy, machen Speichern und los geht's. So, als allererstes müssen wir zum Stall gehen. Guten Tag, ich bin Sophie, schön dich endlich zu treffen. Legen wir gleich los und holen uns ein Pferd vom Markt. Jawohl, das machen wir. Dann drücken wir auf Markt und holen uns ein Pferd. Du kannst Pferde oder Objekte auf dem Markt kaufen, aber jetzt wähle erstmal ein Pferd. Also wir können uns aussuchen zwischen High Drift und Warm Wisdom. Und ich hätte gesagt, wir nehmen High Drift. Ah, oh, hi, du bist aber so süß. Neue Stute High Drift, die ist mega knuffig, Leute, oder? High Drift ist ein wahres Prachtstück. Okay, bis später. Francis hat ein weiteres Ziel für dich. Oder heißt er François? Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Wir drücken auf Ziel, auf Story und nimm an einem Rennen teil und wir machen los und harren Leute der Dinge, die da kommen, teilnehmen. Vor einem Rennen solltest du dir die Vorlieben deines Pferdes ansehen. Was haben wir denn für Vorlieben? Ja, Leute, wähle ein Pferd, ne? Es bleibt nicht ganz wirklich mir nichts übrig, ne? Ich habe nur ein einziges Pferd. High Drift besorgt im Feld die Position Mitte. Okay, alles klar, sie möchte Mitte. Und was haben wir noch?
geh zurück und reite ein Rennen. Alles klar. François, kannst du mal einfach dein Gesicht hier wegtun? Ich sehe mein Pferd nicht mal. Oh. Das ist ja super nervig. So, auswählen. Wow, das sind wir auf unserem Gaul. Ich habe mein Pferd nicht mal versorgt und gar nichts, Leute. Wir machen Rennen starten. Also, wir möchten in der Mitte reiten. Waiting for the start at Three Oaks. High hopes. A Three Oaks. High drift trying to surprise the field. Ooh, da sind wir. Wir sehen irgendwie männlich aus. Ich dachte, ich habe eine Female gewählt, Leute. Anscheinend aber irgendwie nicht. Oh Gott. Tippe jetzt für einen perfekten Start. Perfekter Start! Okay, wir hatten gesagt, wir müssen in die Mitte. Das sind wir gerade. Nein, 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 die driften mich voll ab. Hallo? Hallo? Nimm die Fox Impulse ein zum Laden des Sprints. Ja, es ging ja nicht. Was soll ich denn machen? Sprinten. Jawohl, lasst es mich durch. Lasst es mich durch. Jawohl. Jetzt ist Sprinten wieder aus, Leute. Wir müssen jetzt gucken. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das funktioniert. Komm, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Die Pünktchen sind süß auf meinem Pferd, oder? Habe ich ein gutes Pferd gewählt, hätte ich gesagt. So. Sind wir immer noch Erster? Wir sind immer noch Erster, Leute. Wir reiten so schnell wir irgendwie können. Aber das Problem ist, der Sprint, der lässt gerade absolut zu wünschen übrig. Oder kommt gleich einer? Sprinten, jetzt geht's wieder. Los geht's. Komm, 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 lauf, lauf, lauf. Sprint, 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 sprint. Sprinten, 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 sprinten. Komm schon, wir sind Erster. Wir sind Erster. Erster! Okay, Leute, wir haben gewonnen. Du, mit High Drift. Yes. Wir haben 1000 gewonnen. Ich glaube, wir sind gegen den Computer gelaufen und bekommen jetzt EP und so weiter. Das ist doch mega, oder? Leute. Unser erstes Rennen gleich astrein gewonnen. Oh, du hübscher Mann, Frau. Die ist mega süß, oder? Ich bin super zufrieden. High Drift, Levelaufstieg! Alle Statistiken können jetzt durch Training auf Level 2 gebracht werden. Okay. Also sie ist mega süß. Ich glaube, ich habe eine gute Wahl getroffen. Okay, wir gucken jetzt, was wir bekommen haben. Gold, Beschüllfutter, Sprintfutter. Also ich nehme an, Beschleunigungsfutter, Sprintfutter. Und wir holen die Belohnungen ab und es geht weiter. Wie dein Großvater steht, sagt, jeder fängt mal klein an. Yes. Ja, also ich meine, hallo, ich war erster Platz. Ja, wir müssen die trainieren, das war mir klar. So, jetzt kriegen wir meine Belohnungen. Rück sie her. Und hi, servus, wer bist denn du? Ich bin TJ. Herr Quan hat mich eingestellt, um das Trainingsprogramm wieder auf Kurs zu bringen. Gehen wir zu den Trainingsanlagen. Trainiere Geschwindigkeit. Ja, ich mache ja schon los. Ja, gut. So, wir trainieren. Schauen wir, was auf dem Markt verfügbar ist. Warum denn? Ich möchte trainieren. Ach so, trainiere ich gerade schon? Bin mir nicht ganz sicher gerade. Hallo? Okay, wir müssen gucken, was auf dem Markt verfügbar ist. Whatever that means. Yay! Wischen. Okay, wir wischen einfaches Geschwivvivfutter. Geschwivvivfutter. Okay. Schließen. Trainieren, jetzt geht's. Yay! Oh, ich kann es über... Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Gratis. Ich kann es gratis überspringen, Leute. Oh, mit jedem Training wird High Drift stärker. Trainieren wir die anderen Statistiken. Okay. 5 Minuten trainieren. Überspringen. Yay! Weiter trainieren. Überspringen. Ja, wir haben es doch voll drauf, oder? Was meint denn ihr? Oh, du kleine Maus bist so schön. Sie ist super süß, oder? Ich finde sie super schön. So, wir können unsere Pferde erst trainieren, wenn sie mehr Erfahrung haben. Lassen wir sie rennen laufen. Dann haben wir die neue Story Quest.
Ah nein, wir können unsere Belohnungen ab. Erfolg freigeschalten! Woohoo! Erste Schritte. Boop, 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 boop. Das sind die Grundlagen des Dennis, denn wir müssen die Pferde weiter trainieren, um ein Rennen mit höheren Wurzeln teilzunehmen. Ja, dachte ich mir. Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, natürlich nicht. Woohoo! Läuft bei uns. Leute, Hashtag läuft bei uns. Prestige erhöht. Yes. Ey, wir haben richtig Schotter gemacht. Sewell Meadows haben wir freigeschalten. Silberkurs auf dem Markt erhöht auf 1 zu 15. Okay. Whatever that means. Wir müssen die Leute wissen lassen, dass die Ranch wieder in Betrieb ist. Wie wäre es mit Werbung? Ja. Dann hätten wir noch Züchter ein Pferd. Jetzt Moment. Leute, wir züchten jetzt einfach mal ein Pferd, hätte ich gesagt. Moment, zurück. Stall. Zuchtbox hinzufügen. Das machen wir doch jetzt. Bauen. Für 500. Wir haben genug Kohle. Oh, schau, wir können eine neue Pferdebox kaufen, um unsere Pferdefamilie zu vergrößern. Das ist doch mega. Und jetzt Moment. Wir müssen die Zuchtbox verbessern auf Stufe 2. Das machen wir doch sofort. Überspringen ist gratis. Jetzt haben wir auch das abgeschlossen. Yes. Mensch, wir sind die allerbesten. Sie hatte auf jeden Fall schon mal einmal den ersten Lebensgewinn, Summe 1050. Ich hätte gesagt, es läuft bei uns. Können wir das nochmal verbessern? Nee, wir können es nicht verbessern. Das heißt, wir können jetzt Pferd züchten machen. Und dann durchsuche die Zuchthengste und Stuten um eine bessere Paarung. Pleasure Cheetah, okay. Wir haben nur 3 Zuchthengste. Ja, ich hab's schon beim ersten Mal verstanden, wie das funktioniert. Dann hier Bittersweet Bauble. Okay, wir können hier quasi mit 10 so Teilen die Zuchthengste ändern. Das Problem an dem Ganzen ist, ich sehe auch nicht mal, was er für eine Farbe hat, ne? Also, ich sehe schon, dass die Farbe, die er hat, aber man sieht hier jetzt gerade nichts, ne? Und er gefällt mir nicht. Wir machen einfach jetzt mal für 10, holen wir uns neue Zuchthengste. Kosmetik Cappuccino. Der hat überall 41. Shellfish Ability. Der ist der Oberhammer. Der ist aber halt nicht so gut, aber da könnte vielleicht ein Baldi rauskommen. Leute, das machen wir. Züchten. Ja, den nehmen wir. Der hat Splash. Vielleicht kommt ein Splashy raus, Leute. Vielleicht kommt ein Splashy raus. Oh Gott. Ich bin mega gespannt. Überprüfe die Klasse dieses Pferdes höher. Klassige Pferde können durch Training höhere Level erreichen. Ein Traum von einer Stute. Nächstes Level fertig. Yes! Sie ist jetzt mega. Gib deinem Pferd einen Namen. Oh, schade. Sie sieht jetzt genauso aus. Peach Plum ist absolut in Ordnung. Schade, Leute. Ach, ich hätte mich so gefreut, wenn sie ein Splash gewesen wäre. Aber sie ist leider keine. Aber boah, sie hat richtig gute Werte. Mega. Also, oder? Was meint denn ihr? Sie hat richtig gute Werte. Dann können wir uns hier jetzt noch die Belohnungen abholen. Fohlen sind so schnell auf den Füßen. Mein Menschenkind hat ein Jahr dafür gebraucht. Haha. Ich bin ziemlich zufrieden mit unserem ersten Zuchtergebnis. Wir züchten bereits bessere Pferde. Wir brauchen diese hochwertigen Pferde, wenn wir in den internationalen Rennen teilnehmen wollen. Ja, ist ja klar. Ja, und wir haben die 10 wieder zurückbekommen, Leute. Aber das, also, ja, ist mega schade, dass ja, wir jetzt keinen Splashy bekommen haben. Die Maus hat aber auf jeden Fall ein Abzeichen bekommen und die süßen Punkte von ihrer Mama. Ich hätte gesagt, wir gehen dann einfach das nächste Mal mit der Maus ein Rennen und gucken, wie sie sich so macht. Also ein nächstes Mal, wenn ihr natürlich dieses Let's Play weiterhin sehen wollt. Falls ja, dann gebt doch dem Video einfach einen Like und einen Kommentar. Dann war es aber auf jeden Fall mit diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!